Digitalpapier mache. Ich ziehe hier erstmal einen schmalen Streifen. Je nachdem, wie breit man das haben möchte, die Karos, muss man das machen. So. Muss man auf jeden Fall so breit, so hoch nehmen, wie die Höhe von dem Papier. Ich nehme jetzt einen zweiten Streifen. Gehe ich jetzt hin und dupliziere nach rechts. Den schiebe ich jetzt nach oben mit den Pfeiltasten. Jetzt gruppiere ich beide. Und jetzt dupliziere ich beide. Dupliziere ich das immer? Ich muss etwas mehr duplizieren, weil ich gleich auch die drehen muss, damit ich die anders rumdrehe. Jetzt hebe ich die Gruppierung wieder auf. Gruppierung aufheben. Ich nehme hier oben die und wieder gruppieren und die unteren gruppieren. Ich will jetzt alles einfärben. So, ich will jetzt alles einfärben. Ich sage jetzt mal grün. So, hier das eine hier gehe ich jetzt hin. Und drehe das um 90 Grad. So, hier hätte ich jetzt schon mal mein Papier. Aber ich gehe jetzt hin und nehme die Transparenz noch etwas weg. Das ist jetzt viel zu viel, aber das ist ja nicht weiter tragisch. Und ich nehme jetzt hier die Linienfarbe raus. So, das wäre jetzt mein grünes Digitalpapier, wenn ich das natürlich was stärker haben möchte, nehme ich die Transparenz. Ups, Moment, ich bin ja Linienfarbe. So, wenn ich das jetzt etwas stärker haben möchte, das Grün, je nachdem, wie ich das haben möchte, ich kann natürlich auch jeden anderen Farbton nehmen, was ich möchte. So einfach erstellt man eben kariertes Digitalpapier. Dann gehe ich auf Datei, auf Drucken, PDF-Drucker. Es gibt einen PDF24, das ist ein kostenloser Drucker. Dann gehe ich auf Drucken. Und speichere das ab. Hier habe ich dann mein Digitalpapier. Das kann ich, wie gesagt, die Karos größer oder kleiner machen, wie ich die gerne hätte. Wie das mein Wunsch ist. Aber ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Zeig mal, wie ich Streifendigipapier selber erstellen würde. Also ich ziehe hier jetzt erstmal die Streifen so breit, wie ich das möchte. Wie ich das wünsche. So. Ich gehe etwas hier über die Linie hinaus. Das müsste über A4 stehen. Also hier die Breite. Ziehe ich die ruhig etwas breiter. Und jetzt gehe ich hin beim Replizieren und habe den jetzt öfter repliziert. Eins gehe ich jetzt hin und mache das ziemlich nach unten. Ich markiere alle und gehe jetzt hier beim Transformieren hier auf vertikal, dass der Abstand gleich breit ist. Das muss man selber schauen, in welcher Breite man das den Abstand haben möchte. Und zwar gehe ich jetzt hier hin, mache ich das bis oben und hier mache ich das bis unten. Und jetzt mache ich das noch mal etwas so. Jetzt gehe ich hin und fülle die einzelnen mit Farbe. So wie ich die Farbe haben möchte.
Jetzt gehe ich hin und ziehe noch ein großes Quadrat. Ich mache das jetzt mal in, ja, damit man die Farbe besser sieht, und ab in den Hintergrund. Das wäre jetzt mein Digitalpapier. Gut, ich könnte das jetzt noch kleiner ziehen, aber das brauche ich normal nicht. Das kann ich ruhig groß ziehen. Ich mache das etwas zarter. So, machen wir es so. Ich gehe jetzt einfach auf Datei und drucke. Das speichern als. Also ich könnte das jetzt als PDF speichern oder eben speichern als. Hier, ich gehe jetzt hier auf JPEG. Jetzt gehe ich weiter. Und ich nehme jetzt einen Ordner, wo ich die hinspeichern müsste. Und die jetzt hier Test. Test und auf Speichern. So. Jetzt öffne ich die mal eben. Hier ist die. Hier öffne ich die. Das wäre jetzt mein Digitalpapier. Das kann man jetzt so in den Farbtönen machen, wie man es möchte. Gut, ist jetzt von Farben ja nicht so besonders. Ne, also. Aber das ist jetzt nur, um zu zeigen, wie ich so ein Digitalpapier machen würde. Wie ich das Digitalpapier mit den Dachziegeln mache. Ich brauche sowas dazu. Dazu nehme ich erstmal ein Oval. Das schneide ich jetzt erstmal halb durch. So. Das kommt weg. Das brauche ich. Ich muss gucken, dass die Kanten hier ein klein bisschen gerade sind. Dazu nehme ich jetzt ein Viereck und mache das Viereck ein kleines bisschen kleiner wie die Breite und mache das dann mittig. So, das ist jetzt ein bisschen drüber. Dann gehe ich hier auf Abschneiden. So, jetzt gehe ich hin, Doppelklick und mache hier in der Mitte einen kleinen Bogen nach oben. Den brauche ich später dann. Jetzt färbe ich das mal ein. Und zwar gehe ich jetzt hier. Hier kann man natürlich nehmen, was man möchte. Ich mache hier, hier ist mich zu viel weiß. Hier mache ich jetzt noch eine andere Farbe hin. Das kann ich hier also so durch. So. Ich muss das Papier, das Blatt hier auf A4 einstellen, da der Drucker auf A4 ist. Jetzt gehe ich hin. Und gehe hier auf Replizieren. So, ich muss noch ein klein bisschen dichter machen. Dazu markiere ich eins und gehe damit etwas rüber. Markiere alle, damit der Abstand gleichmäßig ist. Und gruppiere das. Jetzt gehe ich nach unten damit. Dupliziere ich nach unten und noch eins. Ich nehme jetzt erstmal 4 Stück. Ich markiere eins, gehe damit etwas nach oben, nicht bis ganz, sondern kurz vorher. Markiere alle und mache jetzt hier diesen Abstand. Das gleiche mache ich nochmal und nochmal der Abstand und noch ein bisschen und nochmal der Abstand. So, jetzt markiere ich den zweiten und den vierten und gehe dann genau bis hier in die Mitte damit. So, und jetzt gehe ich noch, markiere ich alle. Und dupliziere das nach unten. So, das mache ich so lange, bis das ganze Blatt voll ist. Die markiere ich jetzt alle. Und gehe mit den Pfeiltasten auch wieder etwas nach oben, bis ich hier wieder dran bin. Markiere wieder alle. Und mache den gleichen Abstand wieder. So. Das sieht jetzt nicht
nach Dachziegel aus. So, und jetzt dupliziere ich das nochmal. Nach unten. Und das gehe ich jetzt auch wieder nach etwas nach oben. So, und damit das dann auch wieder alles gleich ist, gehe ich wieder hier hin und mache den Abstand wieder gleich. So. Das wäre das schon, aber jetzt gehe ich hin, das oberste, in den Hintergrund. Das nächste in den Hintergrund. Das nächste in den Hintergrund. Und so mache ich die ganzen Reihen fertig. Alles in den Hintergrund. In den Hintergrund. So mache ich die ganzen Reihen fertig. Ich habe jetzt alle einzeln in den Hintergrund gemacht. Das wären jetzt meine Dachziegel. Die sind mir aber noch ein bisschen zu weit. Ich gehe noch ein bisschen, ziehe mal eine. Nicht bis ganz rein, sondern markiere dann alle wieder. Und wieder auf Abstand. Und noch ein Stück. Dann gehe ich hier noch. Das ist mich noch nicht. So, und alle wieder auf Abstand. So. Das gefällt mir jetzt schon besser. Ich ziehe es jetzt etwas größer. Na, das war jetzt zu klein. So, damit das ganze Blatt voll ist. So. Muss gucken, dass das Weiße nicht mehr zu sehen ist, dass also das ganze Blatt voll ist. Ich würde normalerweise noch ein paar Reihen nach unten gehen. So, jetzt gehe ich hin, Datei, drucken und hier, ich habe einen PDF-Drucker. Ich habe das ja jetzt mal gedruckt. Wie man sieht, ist das jetzt das Digitalpapier. Jetzt kann ich meine Datei nehmen, lege die hier drauf. Ich mache jetzt etwas mittig, so, hebe die Gruppierung auf. Gruppierung aufheben. Moment mal, ich dupliziere mal kurz. Und gehe hin. Und auf Abschneiden. Und hier gebe ich jetzt wieder neue Linienfarbe ein. So. Und gruppieren. Ich würde jetzt das Papier etwas kleiner machen. Die Dachziegel sind jetzt hier etwas größer. Also aber nicht weiter. Schlimm, das ist ja nur fürs Tutorial. Und hier kann ich jetzt hingehen. Zum Beispiel hier. Kann jetzt andere Farbe machen. Das, was ich möchte, kann ich also so verändern. So. Alles so, wie ich das möchte. Ich kann auch hier hingehen, Umkehrung machen. So, das sind so verschiedene Sachen, was man machen kann. Ja, das wollte ich euch nur mal zeigen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Jetzt hier noch eine andere Variante, wie man Digitalpapier stellen kann. Das ist meine Mieze. Ich gehe jetzt nur mal hin. Ich habe das jetzt nur mal zum Zeigen. Ich brauche ein kleines Stückchen von diesem. So. Ich nehme hier das Stückchen hier. Und gehe hier dann auf Abschneiden. Das Stückchen ist jetzt über. Ja, da gehe ich jetzt hin. Ich mache das jetzt nur in einer kleinen Version. Jetzt gehe ich wieder hier hin. Und gehe jetzt hier auf Spiegeln. Und das gleiche mache ich jetzt nach unten spiegeln.
Das wäre jetzt auch ein Digitalpapier. Könnte ich jetzt auch ein Digitalpapier machen? Ich kann jetzt aber auch noch hingehen, gruppieren. Wenn mich das jetzt nicht so gefällt, dann gehe ich auch hier hin und mache das erst noch ein bisschen heller. Aus diesem könnte ich jetzt auch wieder noch ein anderes machen. Mittig und verknüpften Pfad erstellen. So, ich drehe das jetzt, das Papier hier drehe ich jetzt erstmal so um 45 Grad. Das jetzt nur mal so ein bisschen zum Zeigen. Ich färbe das mal ein. So. Und gehe wieder hier auf, na, noch hier auf subtrahieren. Das Stück brauche ich gruppieren. Lasse kann weg. Wollte das nur mal zum Zeigen. Und jetzt gehe ich hier wieder hin. Und du hier wieder spiegeln. Und nach unten spiegeln. Das ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Muster als das Muster, was ich hier habe. Meine Autoscheibe fotografiert heute Morgen. Das sind die Eisbuben auf meinem Fenster. Ich dupliziere das jetzt mal. Und hier hebe ich die Gruppierung auf. So, jetzt gehe ich hier. Und dann gehe ich auf, Moment, auf Abschneiden. Dann habe ich jetzt hier das Stückchen Papier hiervon. Das ziehe ich jetzt klein. So, ich setze das oben etwas außerhalb der Ecke. Jetzt gehe ich auf rechts spiegeln. Ich kann das natürlich auch noch kleiner machen. Und jetzt nach unten spiegeln. Das kann ich jetzt so oft machen, wie ich das möchte. Ich ziehe es noch ein klein bisschen kleiner. Und dann gehe ich auf Spiegeln wieder. Und das hier tun wir mal auf Seite. Jetzt tue ich das hier auch noch nach unten spiegeln. So, jetzt hätte ich hier mein Digitalpapier. Jetzt würde ich dann auf Gruppieren und dann auf Datei drucken. Ich gehe jetzt hier auf Einfärben. Farbton, kann ich jetzt hier das etwas verändern, die Farbe. Das will hier nicht so richtig, weil ich habe das neu. Ich muss erst noch hier mal ein bisschen einführen. So, jetzt sind hier überall die einzelnen Teile angezeichnet. Dann muss ich wieder auf Linienstil und die Linienfarbe rausmachen. Hätte ich jetzt hier eine andere Farbe, was ich noch machen kann. Ich gehe hier und hier und setze hier eine andere Farbe. Und auch wieder hier auf Linienstil und auch wieder Farbe rausmachen. So hätte ich jetzt auch wieder ein schönes Muster. Das kann ich mit jedem anderen Papier auch machen. Egal, was das für ein Papier ist, ob ich jetzt von mir selber ein Foto nehme und mich da einen schönen Ausschnitt rausnehme, ob ich aus einer Blume mich einen schönen Ausschnitt nehme, das kann ich aus allem, jeden kann ich ein Stückchen machen. Was ich noch machen kann, wenn ich das jetzt abgespeichert habe, könnte ich hingehen, Datei, ist nur jetzt mal zum Zeigen, jetzt Stück hier ab. Jetzt gehe ich hin und, Moment. Drehen auf 45 Grad drehe ich das jetzt. Jetzt gehe ich wieder hin und mit gehaltener Großschreibtaste sehe ich hier ein kleines Quadrat. So, und suche mir hier einen schönen Ausschnitt von aus. So, ich nehme jetzt diesen Ausschnitt und gehe wieder hier auf Abschneiden. So, jetzt habe ich das im gleichen Papier. Mache ich das gleiche jetzt wieder.
Jetzt gehe ich hier auf. So. Das kann ich jetzt, wie gesagt, je nachdem. So, machen wir noch ein bisschen kleiner. So. Das brauche ich jetzt nur. Ich mache immer nach unten. So, machen wir das auch. Moment, noch eins mehr. So, nach unten. So. Das wäre jetzt ein anderes Digitalpapier. Je nachdem, was ich da für einen Ausschnitt nehme, kann ich ja mehrere Papiere machen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen.